Rosa will be last part of our show. Finishing my commentary moment, you can see some change in the formation. The pilots are converting from a diamond into arrow. And they will continue a turn in this formation. Planes will separate from the main formation in vertical position. In this way, one more formation, a rhombus, is created. Wenn 1913 bereits 800 Maschinen ausgeliefert waren, ein Jahr später war das erste Flugzeug der Schweizer Luftwaffe. Und eines haben wir hier, Gott sei Dank, in Zeltweg und können jetzt bestaunen. Wo sind die anderen Maschinen gekommen? Der Blériot. Das ist die große Frage. Doch dieses hier kommt aus Schweden. Ja. Michael Karlsson und Gunilla Karlsson sind hier extra mit diesem Flugzeug angereist. Aber eben flugtüchtig zu erhalten. Die US Navy hatte in den 30er Jahren zunächst einmal 61 Stück davon bestellt, 1936 dann ziemlich zögert, noch einmal 26 Stück. Die Helme hat sich von damals bis heute nichts geändert. Ein eindrucksvolles. Und das ist sehr, sehr wichtig. Vom Flug über den Ärmelkanal haben wir schon gehört, Louis Blériot hat gewonnen, weil Hubert Weibheim, sein Gegner, verschlafen hat. Da gab es die große Flugzeugwoche von Reus vor 500.000 Zuschauern, vor genau 100 Jahren, 1909. Da hatten wir den Gordon Bennett Cup, der sehr berühmt ist. You are cleared into the track, smoke on.